Meine lieben Gäste, im Sog des heutigen Alltages und unserer heutigen Zivilisation verschwindet immer mehr in unserem Bewusstsein das, was Wert in unserem Leben hat. Und sicher gehört die Gesundheit zu unserem höchsten Gut, das wir haben. Der berühmte Philosoph Schopenhauer hat es einmal kurz und deutlich prägnant zum Ausdruck gebracht, wenn er sagte, Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gesundheit. Und so möchte ich versuchen, Ihnen heute das, was notwendig ist, was wir bisher versäumt haben, wieder ins Bewusstsein zu bringen. Gesundheit ist nämlich nichts Statisches, sondern etwas ungeheuer Dynamisches. Noch vor wenigen Jahren war man der Meinung, der Körper würde sich so alle 7 Jahre etwa in seinen Bausteinen ausgetauscht, also erneuert haben. Die Molekularbiologie hat uns aber erstaunliche Erkenntnisse gebracht, dass im Molekularbereich, also in den kleinsten Bausteinen unseres Körpers, dieser Austausch in einer ungeheuren Geschwindigkeit abläuft, zum größten Teil nämlich in Bruchteilen von Sekunden. In wenigen Tagen ist unser ganzer Organismus in seinen Bausteinen also ausgetauscht. Und das ist der Prozess des Lebens. Leben können heißt also, diese Fähigkeiten haben. Und wenn die funktionieren, sind wir gesund und leistungsfähig. Und wenn diese Fähigkeit dieses ständigen Stoffwechselaustausches, dieser ständigen Erneuerung beeinträchtigt ist, muss unser Leben beeinträchtigt sein. Und die Auswirkung haben wir dann in der Regel in unserem schwächsten Organsystem. Und das ist das, was wir konstitutionell mitbekommen haben. Wesentlich ist es aber, und das unterscheidet uns ja von der üblichen Medizin, dass es hier nicht um die Indikation für eine bestimmte Störung geht, sondern um die Fähigkeit des lebenden Organismus, sich ständig selbst zu erneuern. Und das, was uns am Leben bleiben hilft, weshalb wir, solange wir gesund eben sind, keinen Verschleiß haben, ist die Tatsache, dass der Körper nun geschädigte Bausteine, beeinträchtigte Bausteine nicht wieder benutzt, sondern die ausscheidet. Und so haben wir also eine ständige Selbsterneuerung. Und diese Fähigkeit wieder in Gang zu setzen, ist die eigentliche Aufgabe. Und das ist Ziel letzten Endes aller Naturheilverfahren. Wenn ich auf alle Dinge eingehen wollte, müsste ich Ihnen mehrere Stunden davon erzählen. Aber da bleibt ja nichts hängen. Ich möchte Ihnen nur einige wesentliche Gesichtspunkte nahebringen. Denn entscheiden müssen Sie ja selbst. Gesund werden oder gesund bleiben heißt, man muss bereit sein, seinen Anteil dazu beizutragen, diese Fähigkeiten zu verbessern und in Gang zu halten. Sei es, um die Gesundheit wiederzugewinnen oder um gesund bleiben zu wollen. Und da gibt es eben nichts Gutes, außer man tut es. Und ohne Fleiß auch keinen Preis. In diesem Zusammenhang möchte ich erst einmal auf die Grundfunktionen hinweisen. Wir haben zwar alles einmal in der Schule schon gehört, wie viel Wirbel wir haben und wie viel Knochen, aber was wir damit anfangen sollen, damit wir sie richtig benutzen und funktionstüchtig bleiben können, davon haben wir viel zu wenig erfahren. Unsere Lebenskraft schlechthin, um diese Stoffwechselvorgänge alle in Gang zu halten, nach innen und nach außen, um unsere Arbeiten verrichten zu können, diese Kraft erzeugen wir ganz einfach durch Verbrennung, wie in einem Ofen. Ich möchte also versuchen, Ihnen mit ganz einfachen Beispielen diese Dinge verständlich zu machen. Es kommt also daher darauf an, was wir heizen, wie wir heizen,
aber auch wie wir den Ofen kehren. Und dann kommt ein zweites hinzu, was genauso wichtig ist und was uns von der toten Maschine unterscheidet. Die Fähigkeit der ständigen Selbsterneuerung. Der Ofen, in dem unsere Lebensflamme also brennt, nützt sich nicht ab und verschleißt sich nicht, sondern wird gleichzeitig und ständig in allen seinen Bausteinen ausgetauscht und erneuert. Und zu diesem Zweck ist ein Stoffwechselkreislauf erforderlich, der mit einem Fließband zu vergleichen ist. Wir benötigen natürlich Brennmaterial und gleichzeitig die Bausteine. Das heißt, wir sollten eine vernünftige Ernährung haben, eine vollwertige Ernährung. Dabei brauchen wir aber nicht ängstlich zu sein. Nur eines ist klar, von konzentrierten Kohlenhydraten, also Zucker und Süßigkeiten, allein kann man nicht leben. Und etwas Genaueres erfahren Sie dann hier in unserer Lehrküche. Wer sich dafür interessiert, kann ja einige interessante Beispiele erfahren. Das ist also eine Voraussetzung, Brennmaterial und Bausteine. Aber wenn ich bei diesem simplen Vergleich mit dem Ofen bleibe, es kommt natürlich darauf an, was ich heize. Wenn ich nur Pechkohle nehme, die sowieso schlecht verbrennt und viel qualmt, dann ist ganz klar, dann wird der Ofen schneller verrußen. Wir sollen also hochwertiges Brennmaterial nehmen. Und dann kommt es auch darauf an, wie wir heizen. Wenn wir nur grobe Stücke in den Ofen schlichten, brennt es schlecht. Wenn wir es dagegen klein machen, brennt es gut. Und bezogen auf unsere Ernährungsweise kommt es also darauf an, dass wir unsere Nahrung erst durch die Mühle drehen. Und die Mühle ist da oben. Wir haben oft das Problem, dass Patienten kommen und sagen, jetzt habe ich mich seit 5 Jahren schon ernährungsmäßig umgestellt und mir geht es gar nicht besser, im Gegenteil, mir geht es sogar noch schlechter. Das kommt davon, dass der Sinn für diese Fließbandarbeit nicht vorhanden ist. Wenn der Patient heute zum Arzt geht und dann sagt, also meine Verdauung stimmt, meint aber im Grunde den Stuhlgang. Ein altes Sprichwort heißt aber schon, gut gekaut ist halb verdaut. Wenn wir also uns keine Zeit zum Essen nehmen und einfach hineinschlingen, dann haben wir schon eine schlechte Verdauung. Wir sind nicht in der Lage, diese Nahrung dann richtig aufzubereiten. Und den größten Energieverbrauch des Tages benötigen wir ja, um die Säfte, die Enzyme, die Fermente, die wir benötigen, um die Nahrung erst einmal abzubauen, um die zu produzieren. Und das müssen wir ja literweise machen, pro Mahlzeit. Und wenn wir also da die Nahrung einfach hineinschlingen, dann kann diese Nahrung nicht richtig aufbereitet werden. Und das, was wir nicht verdauen, wird dann freigegeben für die Bakterien, und zwar für alle, nicht nur für unsere Mitarbeiter, unsere Symbionten. Und das heißt dann, Eiweißverdauung durch Bakterien ist die Fäulnis und Zellulose, Stärke, Zuckerverdauung durch Bakterien ist die Gärung. Und beides macht nicht nur Gasbildung, sondern vor allen Dingen auch massive Giftbildung. Da ist schon lange bekannt, dass hier auch mutagene Gifte produziert werden. Das machen wir selber in unserem Darm. Das heißt, krebserzeugende Gifte. Und merkwürdigerweise redet davon kein Mensch. Über die Gifte in unserer Umwelt, da können wir alle Tage seitenweise etwas lesen. Aber die Konsequenzen, die wir daraus ziehen müssen, erst einmal bei uns Ordnung zu schaffen, das wäre die erste Aufgabe. Das, was wir dann verarbeitet, abgebaut haben, eben bis zu den Bausteinen, müssen wir dann vom Darm aufnehmen. Und dann brauchen wir unser Transportsystem, den Verdauungstrakt. Das sind die Arterien. Und über die Arterien schaffen wir die Bausteine durch das Blut ins Gewebe. Und im Kapillargebiet findet dann der eigentliche Stoffwechselaustausch statt. Dann müssen wir die Bausteine und den Sauerstoff an das Gewebe abliefern und die Abbaustoffe, die Asche, wieder aufnehmen, abtransportieren, entgiften und ausscheiden. Dieser Abtransport erfolgt dann über das venöse System und nun auch über
das Lymphsystem. Über die Lymphe werden gerade großmolekulare Abbaustoffe abtransportiert. Die Lymphe wird dann zum Schluss wieder ins Blut zurückgeführt. Und dann brauchen wir unsere Hauptentgiftungsorgane. Das ist einmal die Niere. Hier wird ja ständig laufend das Blut gefiltert und alle nierenpflichtigen Abbaustoffe, dazu gehört natürlich die Harnsäure, das Kreatinin und eine ganze Reihe anderer, wird aus dem Blut herausgeholt und alles, was gut ist, geht wieder zurück in die Blutbahn. Es ist klar, dass das nur dann funktionieren kann, wenn wir dem Körper auch genügend Flüssigkeit zur Verfügung stellen. Dann haben wir eine zweite Niere. Das ist unsere Haut. Die Haut hat nämlich vielfältige Aufgabe. Sie kann auch ausscheiden. Und unlängst wurde mir bei einer Tagung erzählt, dass wir über die Haut 800 verschiedene Gifte ausscheiden können. Die meisten gasförmig. Haut ist ja auch ein Atmungsorgan. Wir nehmen ja auch Sauerstoff über die Haut auf. Und die Immunität, die Fähigkeit des Körpers zur Abwehr von krankmachenden Viren und Bakterien liegt hier auch im Unterhautgewebe. Besonders aber im gesamten Verdauungstrakt. Der Darm ist ja mit unzähligen kleinen Lymphknötchen durchsetzt. Und über diese Lymphe, die Lymphgefäße endigen ja blind im Gewebe, werden auch Abbaustoffe abgenommen, aufgenommen und abtransportiert. Was wir dann zurückbringen, müssen wir auch über die Leber entgiften. Sie ist ja auch ein Hauptentgiftungsorgan. Und über die Galle werden die Abbaustoffe dann in den Darm befördert. Der Darm selber ist ja auch nicht nur Aufnahmeorgan, sondern auch Ausscheidungsorgan. Hier werden aus dem Blut ständig auch Abbaustoffe herausgeholt und dann abtransportiert. Und das muss natürlich auch funktionieren. Und da kommt nun der Stuhlgang auch mit herein. Wenn wir nämlich da mit Verstopfung zu tun haben, dann werden diese Stoffe zum großen Teil zurückresorbiert und damit das Gewebe blockiert. Das ist also kurz dargestellt, dieser Stoffwechselkreislauf. Und da ist es wie bei einem Fließband. Wir haben ja immer das Problem, dass manche schon etwas getan haben für ihre Gesundheit, aber übersehen haben, dass es hier Bereiche gibt, die eben nicht genügend funktionieren. Ich erinnere an die Verdauung. Gut gekaut ist halb verdaut, heißt es. Und so wird das, was wir dann nicht verarbeiten können, wird zunächst in die Aschentonne gesteckt. Die Aschentonne des Körpers, wie beim Ofen, damit die Lebensflamme weiterbrennen kann. Und die Aschentonne, das ist vor allen Dingen das Unterhautgewebe, das Fettgewebe, das Bindegewebe. Und dabei spielen auch die Knorpel, die Gelenke, eine wichtige Rolle. Wenn es also darum geht, verschiedene Beschwerden, Störungen und Krankheiten heilen zu wollen, müssen wir sehen, dass wir diesen Stoffwechselkreislauf wieder ganz in Gang setzen. Denken Sie als einfaches Beispiel an eine Autofabrik. Da läuft ja heutzutage auch alles am Fließband. Und da läuft es an 30 Arbeitsstellen prima vorbei, weil die Leute dort fleißig sind. An der 31. Stelle, da sitzen aber ein paar Leute, die grundsätzlich nichts tun. Jetzt hängt das Fließband da an dieser Stelle. Jetzt können die 30 vorher noch so fleißig sein. Das nützt nicht, solange die an der 31. Stelle nicht auch wieder etwas tun. Und erst dann geht dieses ganze Fließband wieder richtig in Bewegung. Nun gibt es in der Naturheilkunde ja uralte Erfahrungen. Und die ältesten hygienischen Erfahrungen haben ja die großen Religionen. Und da haben wir überall mindestens einmal im Jahr eine größere Fastenzeit und zwischendrin ein paar kleine. Damals wurden diese Gebote unter den religiösen, den geistigen Aspekten veranlasst, dass dabei der Körper gleichzeitig mit einbezogen wurde. Da hat man gar nichts darüber gesprochen. Nur haben die alten Kirchenväter sich deutlich darüber geäußert, welche Wirkungen das Fasten auch auf den Körper hat. Und das ist die generelle Therapie, die wir eben auch durchführen. Wer sich nämlich ernsthaft mit dem Gesundwerden und dem Gesundbleiben befasst, kommt
um das Fasten nicht herum. Entscheidend ist nur, dass bei kranken Menschen, bei denen also dieser Stoffwechselkreislauf da schon irgendwo klemmt oder hängt, dass da dieser Stoffwechselkreislauf entsprechend unterstützt werden muss. Denn damit, dass wir eine Bereinigung in Gang setzen, funktioniert ja das System noch nicht. Das ist das Ziel, das wir erreichen wollen. Ein typisches Beispiel ist die Migräne. Nach unseren Erfahrungen ist jede echte Migräne heilbar, wenn der Patient es will. Und wollen heißt, er muss bereit sein, die biologischen Voraussetzungen schaffen, dass der Körper wieder funktioniert. Die eigentliche Grundkrankheit ist ja die gestörte Entgiftungsfähigkeit. Wenn der Patient nun einmal die Mahlzeit ausfallen lässt, so wird man dann immer berichtet, ja, wenn ich einmal nichts zu essen kriege, dann habe ich Kopfschmerzen. Und wenn ich zweimal nichts zu essen bekomme, dann habe ich meine Migräne. Und so ist das natürlich beim Fasten auch. Denn in dem Moment, wo wir fasten, sparen wir uns ja den größten Energieverbrauch des Tages, nämlich die Verdauungsleistung ein, dass literweise Drüsensäfte produzieren. Und der Körper benutzt diese Möglichkeit, seine Kräfte für die Bereinigung einzusetzen, für die Regeneration, um alles das nachzuholen, was ihm bisher nicht möglich war. Er zieht im Gewebe die Schleusen auf und schwemmt aus, aber mit dem Fastenbeginn ist ja die Fähigkeit des Körpers der Entgiftung noch nicht wiederhergestellt. Und deswegen müssen wir den Körper dabei unterstützen, an der richtigen Stelle auch. Und so kommen wir um die Migräne herum, nicht um den Kopfschmerz. Wir müssen es als ein Faktum eben hinnehmen, dass alle Naturheilkunde Reaktionen hat. Das ist genauso, wenn die Hausfrau ihre Wohnung sauber macht, dann muss sie zwischendrin auch ihren Putzeimer säubern. Und zu dem Zweck muss man den Schmutz aufrühren und dann kriegen wir erst ein schmutziges Wasser. Das ist die Reaktion auf das Rühren. Den Schmutz haben wir aber eben erst dann los, wenn wir dann das Schmutzwasser entsprechend immer wieder wechseln. Und so müssen wir auch den Körper hier unterstützen. Um den Kopfschmerz, wie ich sagte, kommen wir noch nicht herum, weil eben das die Reaktion auf diese Bereinigungsphase ist. Nun haben wir in der Naturheilkunde altbewährte Hilfen, die den gesamten Prozess wesentlich erleichtern und den Erfolg verbessern. Der alte Kneipp hat ja schon intuitiv erfasst, wenn er gesagt hat, Auflösen der Stoffwechselgifte mit Kräuterbädern, Ausleiten mit Wechselbädern. In der Wärme gehen die Kapillaren auf, in der Kälte gehen sie zu. Da haben wir also gerade so eine Gewebspumpe. Wir rühren also damit im schmutzigen Putzeimer um. Aber dann müssen wir dafür sorgen, dass auch die Abfuhr und die Entgiftung funktioniert. Deswegen benötigen wir als Putzwasser wenigstens 3 Liter Flüssigkeit am Tag. Und das muss man natürlich trinken. Und dazu haben wir noch unsere basenüberschüssigen Säfte, die Gemüsebrühe, den Kräutertee. Das, was wir dann vermehrt abtransportieren, können wir auch noch vom Gewebe her unterstützen durch ein paar Massagen, wobei da verschiedene Möglichkeiten bestehen, je nach der Art der Störungen. Was wir dann aus dem Gewebe abtransportieren, müssen wir wieder zurückbringen an die Leber. Da haben wir auch eine Nachhilfe, das ist unser altbewährter Kartoffelsack, die dämpfende Wärme, die wir mittags auf die Leber legen. Wir haben dann, um die Ausscheidung zu unterstützen, über die Niere nicht nur die Flüssigkeit, sondern auch über die zweite Niere die Haut. Und die bewährte Methode der freiwilligen Ausscheidung über die Haut, das Schwitzen nämlich, ist die Sauna. Wir haben gerade einen Patienten hier, der seit vielen Jahren regelmäßig morgens als erstes täglich in die Sauna geht, was ihn bestens bekommt. Wir haben ja oft Patienten, die dann jetzt sagen, ja, in die Sauna darf ich nicht, hat mein Hausarzt gesagt, wegen meinem schlechten Kreislauf. In Wirklichkeit ist es nämlich gerade umgekehrt. Was den Kreislauf immer beeinträchtigt, sind unsere Abbaustoffe, die wir nicht loswerden. Und alles, was uns hilft, diese Abbaustoffe
vermehrt auszuscheiden, entlastet gerade Herz und Kreislauf. Nur, wie gesagt, anfangs können natürlich Rückvergiftungserscheinungen auftreten. Deswegen lohnt es sich ja dann anschließend, wenn hier der große Hausputz in unserem Körper erfolgt ist, diese Dinge weiter durchzuführen. Eine sehr wichtige Ausscheidung und Ausscheidungsunterstützung haben wir dann über den Darm. Da gibt es eine Zwickmühle. Was die Leber aus dem Blut herausholt, geht ja über die Galle erst in den Zwei-Fingerdarm, in den Dünndarm. Die Darmschleimhaut scheidet ja auch ständig aus. Wir haben ja ständig die Produktion von Schleim. Aber nun müssen wir diese Säfte erst durch 7 Meter Dünndarm und dann noch durch 1,5 Meter Dickdarm schleusen, obwohl wir in dieser Schonphase ja keine feste Nahrung, kein Füll- und Treibstoffzellulose haben, aber auch nicht brauchen können, weil wir sonst die Kräfte nicht frei machen und Gärungs- und Fäulnisprozesse nicht abstellen können. Und dann bleibt eben ein Teil dieser Säfte liegen, im Dünndarm, noch mehr im Dickdarm, und was liegen bleibt, wird wieder zurückresorbiert. Und dann haben wir wieder das, was die Naturheilkunde Rückvergiftung nennt, und da kriegt der Migränepatient sofort eben seine Migräne. Wenn wir den Körper nun entsprechend unterstützen, können wir uns also viele dieser unangenehmen Reaktionen ersparen. Und weil in der Natur die großen Dinge immer einfach sind, geht es auch ganz leicht. Den 7 Meter langen, glatten Dünndarm können wir sehr wirksam unterstützen mit Bitterwasser. Oder Sie können auch Glaubeerwasser oder Galsbader oder das Ex-Passagesalz nehmen. Das ist eine Geschmacksfrage. Entscheidend ist aber die Dosierung. Es gibt auch Kliniken, die den Patienten bei Verstopfung Bitterwasser geben, aber die geben eine hochkonzentrierte Lösung, dieser Esslöffel auf ein Glas Wasser. Und wer von der Schule noch ein bisschen Erinnerung hat in der Physik an den osmotischen Druck, da haben wir natürlich einen starken osmotischen Druck. Und der eigentliche Wirkeffekt besteht darin, dass der Darm die Großmoleküle des Sulfats, Bittersalzes, Natriumsulfat, Magnesiumsulfat, Glaubersalzes, Natriumsulfat, das Sulfation ist der Wirkeffekt, dass die Schleimhaut das nicht aufnehmen kann. Jetzt wird das Wasser, in dem es gelöst ist, auch nicht aufgenommen. Und wenn wir nun eine hochkonzentrierte Lösung haben, versucht dieses konzentrierte Bitterwasser nun die Flüssigkeit aus dem Darm herauszuholen und dann haben wir ein intensives Reizmittel. Und damit können wir den Darm zwar einmal kräftig durchräumen, aber wir können damit nicht auf die Dauer die ständige Ausscheidung unterstützen. Deswegen brauchen wir hier die schwache Lösung. Und das ist ein Teelöffel auf 1/4 Liter Wasser. Damit können Sie keinen Schaden bewirken. Wir hindern hier nur den Darm, das Wasser aufzunehmen. Und so kriegen wir praktisch eine Spülung von oben. Und das, was wir oben reinschütten, läuft natürlich unten wieder heraus. Aber beim Dickdarm haben wir die zweite Zwickmühle. Denn der Dickdarm setzt sich ja wie eine Girlande aus lauter laufenden Ausbuchtungen zusammen und da bleibt immer ein Teil liegen. Und weil er die Säfte ständig weiter produzieren und diese Flüssigkeit, die Lösungsflüssigkeit verdünnt wird, kommt dann wieder die Rückvergiftung. Und um das zu verhindern, machen wir unsere Darmspülungen, unsere Darmbäder in einer besonderen Art. Und damit können wir uns also viel von diesen sonst erscheinenden Beschwerden eben verhindern. Wenn Sie die alte Fastenliteratur lesen, da spricht man ja immer von den Fastenkrisen, von den massiven Reaktionen. Und früher, da waren wir ja im Nehmen sehr hart, wenn da zu Goethes Zeiten, das ist ja beschrieben, der ist auch ab und zu nach Karlsbad gefahren, weil er gerne und gut gelebt hat. Und da war es notwendig, auch einmal den Darm durchzuputzen mit dem Galsbader Salz. Wenn da jemand zur Kur gefahren ist, dann hat er erst sein Testament gemacht. Man wusste ja nicht, ob man wieder zurückkommt. Aber das war die allgemeine Auffassung. Wenn man nicht mehr zum Leben getaugt hat, dann war es ja in Ordnung, wenn man weggeräumt wurde. Heute haben wir das nicht mehr notwendig, weil wir hinter die Kulissen schauen können, durch Blutuntersuchungen, wo unsere schwachen Stellen liegen, sodass wir hier unmittelbar in verschiedenen Bereichen noch nachhelfen können. Das besprechen wir dann auch bei den regelmäßigen Visiten und Zwischenuntersuchungen. Das richtet sich nach dem Einzelfall und ist verschieden.
Heute wollte ich Ihnen nur das, was generell von Bedeutung ist, nahebringen. Denn wenn man da nicht Bescheid weiß und Angst vor allen möglichen Dingen hat, dann geht es nicht. Denn die Angst verkrampft und blockiert und dann können wir den besten Versuch machen und werden keinen Erfolg haben. Wir haben dann auch zusätzlich die Möglichkeit, das Darmmilieu zu verbessern. Denn hier spielen die Symbionten, die uns von Natur ausgewiesenen Mitarbeiter, eine große Rolle. Und da kommen wir mit den Symbiosemitteln zu Hilfe. Wir können mit homöopathischen Mitteln, mit Kräuterextrakten verschiedene schwache Bereiche unterstützen. Aber wie gesagt, das wird dann alles bei den Visiten besprochen. Die Frage ist nun, wie der Ablauf einer solchen Entwicklung geht. Wir sind ja heute alle so technisch informiert und orientiert. Wir fliegen zum Mond hin und zurück und nehmen das schon als Selbstverständlichkeit und vergessen dabei völlig, dass unsere Natur generell unter bestimmten Gesetzen steht. Und nur ist unsere Natur außerordentlich großzügig. Wir können viel dagegen sündigen, wenn man so ausdrücken will. Aber früher haben eben die Alten auch die Buße mit eingebaut. Und das war eben das Fasten. Und da ging es trotz der Sünden immer wieder gut. Aber heute wollen ja alle nur noch sündigen. Und kein Mensch denkt mehr an die Buße und dass das schief gehen muss, ist ganz klar. Und dann müssen wir uns halt mit unseren Krankheiten zurechtfinden. Und da werden in der Regel ja nur die Symptome behandelt. Und das wollen ja auch die meisten. Wir haben einen Arzt, der aus Niederbayern kommt, und seine Praxis da bei den BMW-Werken hat und erzählte mir, er würde gerne Naturheilverfahren betreiben. Das ist in einer allgemeinen Praxis aber nicht möglich. Denn da kommt zum Beispiel ein Patient mit starken Kopfschmerzen und der will seine Kopfschmerzen weghaben und der will haben, dass er ihm eine Tablette oder Spritze gibt. Eigentlich müsste er ihn fragen, wenn er naturheilkundlich vorgeht, ja, warum haben Sie denn Kopfschmerzen? Haben Sie zu viel gegessen, getrunken, geraucht, wo waren Sie heute Nacht und so weiter. Das will der aber gar nicht hören. Der sagt dann gar nichts mehr, geht raus ums Eck herum, wo der nächste Arzt ist und der gibt ihm dann die Tablette und die Spritze. Denn das will er ja haben, weil er am Abend weiter feiern will. Und der Kopfschmerz hätte ihn behindert. Also will er seinen Kopfschmerz weghaben, damit er dann mit seinen Bekannten weiter feiern kann. Das ist hier aber um ein Alarmsignal gehen mit dem Kopfschmerz, das ist überhaupt nicht in seinem Bewusstsein. Seine Unannehmlichkeit, die er weghaben will. Und deswegen sagte ich von Anfang an schon, entscheidend ist, dass jemand bereit ist, die Voraussetzungen zu schaffen, die biologischen Voraussetzungen, dass er überhaupt wieder gesund werden kann, dass der Organismus wieder richtig funktioniert, dass dieser Stoffwechselkreislauf wieder richtig in Gang kommt. Aber das muss nicht nur in Gang kommen, das muss auch in Gang bleiben. Bei unserer technischen Vorstellung wollen wir natürlich sowas möglichst schnell, möglichst in 2 Tagen erledigen, so wie man in ein Auto in 2 Tagen einen neuen Motor einbauen kann. Im lebenden Bereich müssen wir aber arbeiten wie ein Gärtner. Und wenn Sie zum Gärtner gehen und dem ein Tütchen Salat zusammenbringen und sagen, also in 2 Wochen oder spätestens in 3 Wochen komme ich und hole den Salatkopf ab, dann können Sie keinen Salatkopf kriegen, weil der Gärtner den Salatkopf ja nicht machen kann. Der kann nur die biologischen Voraussetzungen schaffen, also den Boden bereiten, den Samen säen und gießen, damit die Kräfte, die in die Natur des Samens gelegt sind, aktiviert werden. Und in der Regel ist es ja so, dass anfangs erst das Unkraut herauskommt und das ist das, was wir jäten und bereinigen müssen. Und so haben wir auch in unserer körperlichen Bereinigung dann anfangs häufig die Beschwerdenzeichen, dass hier die ganzen Stoffwechselschlagen und Gifte erst einmal heraus müssen. Und das braucht seine Zeit. Und wenn jemand krank ist und gesund werden will, dann muss er wenigstens 3 Wochen durchfasten können. Und die Natur lässt sich nicht zwingen, den kann den Körper nicht vorschreiben. So, 8 Tage kriegst du Zeit und weh, du machst nicht alles in Ordnung. Wir müssen auf unsere Natur hören und die Voraussetzungen schaffen, dass die wieder voll wirksam werden kann. Und dann kriegen wir als Geschenk eben die Gesundheit. Aber das geht auch nicht so schnell, wenn es um eine chronische Beeinträchtigung geht,
muss man sich wenigstens 2 Jahre mehr Zeit für seine Gesundheit nehmen. Und nach dem Fasten sollte man wenigstens noch 1 Woche Zeit haben, um den Körper wieder in die Verarbeitung der Nahrung umzuschalten. Denn auch nach 3 Wochen sind wir ja noch nicht gesund. Wir haben die Fähigkeit des Körpers, besser zu arbeiten, in Gang gebracht. Und diese Fähigkeiten müssen wir dann auch weiter in Gang halten. Wenn wir nun zu essen beginnen, entziehen wir ja dieser in Gang gekommenen Bereinigung erhebliche Kräfte, weil wir die Nahrung wieder verdauen müssen. Und dann zeigt sich, dass alles noch nicht reibungslos funktioniert. Und dann können alte Beschwerden wieder auftreten anfangs. Das heißt nicht, dass wir keinen Erfolg hatten. Ich sage immer, da kommen die alten Beschwerden, um sich zu verabschieden. Es dauert also einige Tage, bis der Körper sich darauf eingerichtet hat. Und deswegen sollte man dann wenigstens 1 Woche noch Zeit haben, um in die Ernährungsphase wieder umzuschalten. Was Sie aber zu Hause dann weiterführen sollen, ist ganz einfach. Wie ich schon sagte, die großen Dinge sind in der Natur immer einfach, nur man muss sie tun. Was wir also brauchen, ist eine vernünftige, vollwertige Nahrung, wobei man nicht ängstlich zu sein braucht. Es ist erstaunlich, was unsere Natur alles kann. Und früher wurde auch Ostern, Weihnachten, Pfingsten großartig gefeiert. Aber im Alltag hat man sehr einfach gelebt. Und heute ist ja umgekehrt. Heute feiert man jeden Tag und nur dann, wenn es einmal schlecht geht, wird man etwas sparsamer. Und das kann natürlich auch nicht gut gehen. Aber bei der besten Nahrung dürfen wir nicht vergessen, Verdauung fängt im Munde an. Wenn Sie also das, was Sie essen, verarbeiten wollen, müssen Sie sich Zeit nehmen und das gut durchkauen. Und da gibt es eine ganz einfache Empfehlung. Das Essen soll ja Freude machen. Versuchen Sie also, möglichst ein echter Genießer werden zu wollen. Und das, was wir essen, genießen zu wollen, auskosten zu wollen, geht ja nur im Mund. Schmecken können wir es nur, solange wir es auf der Zunge haben. Wenn Sie es runtergeschluckt haben, ist er weg. Haben Sie sozusagen nichts mehr davon. Und wir hatten vor Jahren als Patienten ein Mitglied eines Gourmets in Frankreich. Ich habe den gefragt, wie machen Sie das? Ich habe gesagt, ja, so alle 4 Wochen, da fahren wir irgendwo hin, wo es besonders gute Sachen zu essen und zu trinken gibt. Ich sage, ja, wie das, ja, sagt er so, unter 10 Gängen geht das selten. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und wie geht es Ihnen dann am nächsten Tag? Ja, das sagt er, hervorragend. Das, wie es so bei uns üblich ist, dass da ein Schweinsbraten 5 Knödel in 1/4 Stunde hinunter macht, das gibt es da nicht. Das ist unmöglich. Wir kriegen das, was wir essen, in kleinen Schälchen vorgesetzt und da schrecken wir alle hin und jeder erzählt, was er alles geschmeckt hat. Und es ist erstaunlich, man möge es kaum glauben, da kommt man immer auf neue Geschmacksempfindungen. Das, was eben köstlich schmeckt. Und wenn wir unsere 10 Gänge auf diese Art und Weise gegessen haben, haben wir einen Bruchteil von dem gegessen, was heute üblich ist hier. Und weil es ja so gut vorverdaut wurde im Munde, kann das entsprechend leicht weiterverarbeitet werden und wir sparen uns die Giftküche im Bauch. Das wäre also ein Beispiel, was nachzuahmen ist. Und weil der Sättigungsreflex vom Munde mitgesteuert wird, brauchen wir weniger zu essen und sind satt und haben mehr Freude. Also sollte man diese Möglichkeit eben auch benutzen. In der Regel würde ja 1 Mahlzeit am Tag, wenn sie vollwertig ist, genügen, dem Menschen alles zur Verfügung zu stellen, was er zum Leben braucht. Die 2. Mahlzeit ist bereits ein großer Luxus. Und mit der 3. Mahlzeit wird der Zivilisationsmensch in der Regel ja gar nicht mehr fertig. Und dann ist es meist noch so, weil tagsüber alles in Hektik abläuft, auch die ganze Arbeit. Und dann auch gar keine Zeit zum Essen besteht, dann wird mittags schnell was hineingeschaufelt und weil das dann nicht verdaut werden kann, bleibt es liegen bis zum Abend und Abend will man sich dann was Gutes tun und wird also gut gegessen und getrunken. Und dann sind wir nicht mehr in der Lage, das richtig zu verarbeiten und dann haben wir eben die Gärung und die Fäulnis
Und weil wir nachts in der Entmüdungsphase ja dieselben Organleistungen brauchen, können wir den Körper nicht genügend entmüden. Und am Morgen sind wir eben dann deswegen müde und haben alle möglichen Beschwerden und dann dauert es einen halben Tag, bis wir wieder richtig in Gang kommen. Am besten wäre es, wenn wir in Ruhe frühstücken könnten und in Ruhe Mittag essen könnten. Aber da dann auch uns Zeit nehmen. Und wer mittags keine Zeit haben und noch einigermaßen gesund ist, der sollte mittags nur eine Kleinigkeit nehmen. Töpfchen Biokurt und eine Scheibe Knäckebrot, da kann ein bisschen was drauf spüren. Das erfordert nicht viel Verdauungskraft. Und dann abends in Ruhe essen, da ein kleines Fest daraus machen. Dann kann man das auch noch verarbeiten. Es geht aber nicht, wenn wir die notwendige Bewegung nicht mit einbeziehen. Dabei ist entscheidend, dass der Stoffwechselaustausch im Gewebe verbessert wird. Und das geht im Grunde ganz leicht. Das ist etwas, was wir deshalb auch beim Fasten machen. Wir brauchen eine Pulsbeschleunigung auf etwa, pauschal gesprochen, 180 minus Alter. Bei dieser Pulsbeschleunigung wird dann das Kapillargebiet mit einbezogen. Das heißt, wir kriegen dann eine bessere Gewebsdurchblutung und damit einen besseren Stoffwechselaustausch. Und das heißt, eine bessere Regeneration. Es ist einer der wenigen schulmedizinischen Aspekte, die hier entwickelt wurden. Ich kann mich gut erinnern, nach dem Krieg war ich in einem großen Krankenhaus in München tätig und da habe ich im Jahr ein paar Herzinfarkte gesehen. Das waren also Ausnahmefälle. Heute ist es ja so, dass man jeden Tag etliche Herzinfarkte zu sehen bekommt. Damals war man der Meinung, der Patient muss streng im Bett liegen bleiben, damit das Herz nicht beansprucht wird. Und das waren also mindestens 6 Wochen. Bald hat sich aber herausgestellt, dass damit das Herz nicht gekräftigt wird, sondern wie alle Fähigkeiten im lebenden Bereich, können wir diese Fähigkeiten nur durch Übung verbessern. Und da gab es dann bald die Coronarsportgruppen. Und das sind die ganz Tüchtigen, die geglaubt haben, mit aller Gewalt kann man gesund werden. Die haben sich also dann fest ins Zeug gelegt und nach kurzer Zeit sind sie umgefallen und haben wieder einen Herzinfarkt gehabt. Es kommt also, wie auch sonst im Leben generell, auf das richtige Maß an. Und nun war die Frage, wie man das richtige Maß finden kann. Und da gab es einen ganz einfachen Tipp. Wenn man läuft, trimmlich macht, muss man sein Gewicht mitschleppen und das setzt schon eine beachtliche Leistung voraus. Dieses Gewicht nimmt man weg, indem man sich auf das Fahrrad sitzt, und zwar auf ein Standfahrrad. Denn hier haben wir die Möglichkeit, die Kraft, die wir aufwenden, an der Bremse ja zu regulieren. Und deswegen sollte so ein Fahrrad möglichst eine Wattanzeige haben. Und dann haben wir ja auch einen Puls, den man zählen kann, oben und hier an der Hand oder bei Bewegung. Da klopft er ja stärker, wenn er schneller geht, kann man ihn nach dem Hals zählen. Und ganz modern gibt es natürlich diese elektrischen Pulszähler, kann man auch machen. Man soll jedenfalls die Bremse so stark anziehen, dass wir eine Pulsbeschleunigung auf 180 minus Alter kriegen. Das heißt also, wenn wir 50 Jahre alt sind, sollten wir uns so anstrengen, dass wir einen Puls von 130 Schläge kriegen. Wie wichtig ist es allerdings dabei für Herzpatienten, die Beta-Blocker bekommen. Die blockieren ja auch den Herzschlag. Da müsste man erst so weit kommen, dass man die Beta-Blocker weglassen kann. Meistens kann man das nach dem Fasten nämlich. Und dann haben wir die richtige Zahl. Aber da sagt der Mann, nur, ich wohne im 4. Stock, ich muss ein paar Mal am Tag da rauf und runter laufen. Ja nun, wenn er darauf läuft, dann ist er vielleicht, wenn er oben ist, ist er bei 130 Schlägen angekommen, der 50-Jährige. Das reicht aber nicht. Man muss wenigstens eine Viertelstunde lang den Puls in dieser Beschleunigung halten. Und dann haben wir die Gewähr, dass hier die Stoffwechselleistung zum Zuge kommt. Ein besserer Stoffwechselaustausch, eine bessere Erneuerung. Und das gilt natürlich auch für das Herz. Als einfaches
komplettes Programm, was Sie täglich machen sollten, wenn Sie Erfolg haben wollen. Wir müssen dem Körper genügend Flüssigkeit geben. So im Alltag wenigstens 2 Liter. Zum Essen soll man allerdings nur wenig trinken, damit man die Verdauungssäfte nicht zu sehr verdünnen. Deswegen am besten gleich morgens beim Aufstehen dem Körper 1,5 Liter Flüssigkeit zur Verfügung stellen. Ob das Mineralwasser ist, am besten aber schwach mineralisiertes Wasser, wenn wir eine Flüssigkeit haben, so wie das Wernerzer Wasser hier, überhaupt das Wasser in unserer Gegend. 1,5 Liter trinken. Und dann den Körper mal kräftig kurz durchbürsten. Es verbessert nämlich die Hautfunktion und den Lymphabfluss, nämlich zum Herzen zu. Kräftig mal durchbürsten. Und dann eine Viertelstunde lang Ergometrie machen, Kreislauf beschleunigen. Das weckt auch den Organismus noch einmal auf. Und wenn man es richtig macht, kommt man auch etwas in Schwitzen. Dann haben wir gleichzeitig noch einmal eine vermehrte Ausscheidung, eine Entmüdungshilfe. Und deswegen anschließend dann auch eine Wechseldusche, die man in jedem Fall einmal am Tag durchführen sollte, um unsere Regulationsfähigkeit zu üben. Anpassung an warm, Anpassung an kalt. Wenn Sie also unter die Brause gehen, erst einmal schön warm machen, bis sich warm fühlen und dann kurz, aber richtig kalt, und dann abfrontieren, haben Sie einen blendenden Start in den Tag. Wenn Sie aber sich daran erinnern, mit welch ungeheurer Intensität dieser Stoffwechselaustausch im Körper abläuft, dann ist ganz klar, wenn wir Erfolg haben wollen, dann nützt es nicht viel, wenn wir 1 oder 2 Mal in der Woche sowas machen. Täglich sollten wir es machen können und dann haben wir den Erfolg. Wer aber, wie gesagt, gesund werden will, der müsste nach einem 1/2 Jahr noch einmal fasten. Und da haben wir ein Problem. Vielen geht es hier bereits nach dem Fasten so gut, dass sie die guten Vorsätze vergessen. Und erst dann wieder daran erinnert werden, wenn die alten Beschwerden kommen. Denn die müssen ja kommen, weil dieser Bereinigungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Und es ist ja kein Zufall, dass die großen Religionen alle das Fasten im Heilsplan haben. Denn irgendwo sind wir alle Sünder, steht ja schon in der Bibel drin, nicht? Und deswegen braucht man ebenfalls regelmäßig auch die Buße. Und eine kleine Buße wäre ein wöchentlicher Fastentag. Das wäre sozusagen der kleine Hausputz. Und wenn Sie diesen Fastentag dann noch ergänzen könnten mit Sauna, dann wäre das das Bestmögliche, was Sie sich im Alltag antun können. Einmal in der Woche in die Sauna gehen, wäre in jedem Fall eine wichtige Stoffwechselhilfe, Ausscheidungshilfe. Das würde für das Erste genügen, es gäbe nur eine Reihe anderer Dinge. Aber man sollte sich beschränken und wenn Sie das, was ich gesagt habe, durchführen, dann würde das Ihnen mit Sicherheit auf dem Weg zur Gesundheit weiterhelfen. Nicht nur auf dem Weg zur Gesundheit, sondern auch um Gesundheit zu erhalten. Und ich sage das deswegen mit der Überzeugung, weil ich all das nicht aus dem Lehrbuch gelernt habe oder sonst irgendwo, sondern weil ich das alles als harte Lehre erleben musste. Mit 3 Jahren erzählte mir meine Mutter, wäre ich schon mal schwer erkrankt nach einer Diphtherie-Schutzimpfung. Dann hatte ich bis zu meinem 16. Lebensjahr öfters mal Mandelentzündung und dann kam es ganz dick, hatte ich eine hochfieberhafte Grippe mit eitriger Bronchitis und Stirnhöhleneiterung und anschließend kam dann eine Herzinnenhaut- und Herzmuskelentzündung und nachdem ich nach einigen Monaten wieder auf den Beinen war, kam Gelenkrheumatismus, erst Muskel- und dann Gelenkrheumatismus. Dann habe ich es dann wieder einigermaßen geschafft, mit 22 Jahren, das war im Krieg, da hatte ich dann Diphtherie und dann Nierenentzündung, dann Nierensteine. Und da hat mich der beratende Wehrkreisinternist, damals war ich gerade in Würzburg, nach Brückenau ins Lazarett geschickt. Daher war mir dann Brückenau in Erinnerung geblieben. Und nach dem Krieg, wie ich im Krankenhaus tätig war, die Ernährung war ja am besten im Krankenhaus,
denn die Ernährung hat er nicht der Arzt bestimmen können. Der konnte aufschreiben, Nierendiät, da war dann kein Salz drin, oder Leberdiät, da war dann kein Fett drin. Aber die Qualität der Nahrung wurde ja durch den Einkauf bestimmt, und der Einkäufer, das war der Verwalter, der musste ja möglichst billig einkaufen, nicht? Und hat natürlich immer die schlechteste Qualität gehabt. Und ich habe dann meine Magengeschwüre bekommen. Und dann war es so weit, dass mir klar wurde, meinen Beruf nicht ausüben zu können. Um was anderes anzufangen, musste ich aber irgendwie auf die Beine kommen. Und da kam wieder der Zufall, der sogenannte Zufall zur Hilfe. Da habe ich mich dann an Bad Brückenau erinnert. Da habe ich gedacht, was mir der Professor Graf empfohlen hat, das probierst du noch einmal. Zufällig kam ich aber hier in ein von Ordensschwestern geführtes Kneipp-Krankenhaus. Und die Schwester sagte mir dann, machen Sie mal Kneipp-Kur, die tut Ihnen bestimmt gut. Und während ich früher darüber nur gelacht hatte, ich war ja die ganze Zeit der Meinung, dass die Kurpfuscherei, und das hat nach meiner medizinischen Vorstellung die ganze Naturheilkunde gehört, dass die, so wie es in Schweden ja schon lange der Fall war, verboten werden müsste. Aber erst nachdem ich meine ganze Medizin im Stich gelassen hatte, war ich ja bereit, sowas zu tun, habe gedacht, probier's doch mal. Und dann ging es mir erst einmal noch einmal sehr schlecht. Ich habe wieder Nierenblutung bekommen. Und dann kam die übliche Untersuchung, und das dann heißt, ja, man kann jetzt noch nichts sagen, aber passen Sie halt ein bisschen auf, nicht? Aber wie und was ich aufpassen sollte, hat mir keiner von den Ärzten gesagt. Und dann fing mein Weg in die Naturheilkunde an bis zum Fasten. Und das ist das, was ich jetzt selber mache. Ich mache selber das Programm, was ich Ihnen sagte. Ich esse vernünftig und habe hier natürlich einen großen Vorteil, weil wir hier eine ausgezeichnete Kost haben. Und dann morgens trinken, Hautbürsten, Ergometrie, Wechseldusche, täglich. Und einmal wenigstens in die Sauna pro Woche. Also machen Sie es nach. Das sind alles Erfahrungssätze. Und wenn ich mich daran erinnere, dass ich mit 30 Jahren meinen Beruf aufgeben wollte, weil es mir so schlecht ging, und jetzt bin ich 77 und ich lebe nicht nur, was bei diesen ganzen Krankheiten schon ein Wunder ist, sondern ich bin noch aktionsfähig, dann glaube ich, dass ich das, was ich erfahren habe, mit gutem Gewissen weitergeben und empfehlen kann. Und dann werden Sie sicher denselben Erfolg haben können. Aber denken Sie daran, ohne Fleiß kein Preis, und es ist ja wenig genug, was gefordert wird. Und da gibt es nichts Gutes, außer man tut es. An eines muss ich aber doch noch anknüpfen. Im menschlichen Bereich spielt natürlich auch die Psyche eine große Rolle, die Seele. Und es gibt keine Krankheit, die nicht auch vom Seelischen her in Gang gebracht werden könnte. So war auch eine uralte Weisheit, so alt, dass sie im Sprichwort festgehalten wurde, wenn es heißt, dem einen liegt sie im Magen, dann läuft sie über die Leber, dann läuft die Galle über, es geht an den Nieren, es bricht dann das Kreuz oder das Herz, und der eine macht aus lauter Angst in die Hose und dem anderen bleibt die Spucke weg. Und da kommt es ja deutlich zum Ausdruck, wenn mir in einem Erregungszustand, und das ist immer die Voraussetzung, die Spucke wegbleibt, ist ein Zeichen, dass der Körper in einem solchen Erregungszustand oder auch in einer Stresssituation, ist auch nichts anderes, dass er den Säftefluss zurückschaltet. Und wenn wir in dieser Situation auch die beste Nahrung essen, kann sie nicht richtig verdaut, abgebaut werden, weil die Säfte nicht richtig fließen. Früher war das ja sehr einfach. Man hat sich zu Beginn des Essens zusammengesetzt und vom Tag abgeschaltet. Da wurde gebetet. Und zum Schluss wieder ein Dankgebet gesprochen. Und so hat man den Organismus auch seelisch darauf eingestellt. Aber heute sind wir alle so gescheit, dass wir das alles nicht mehr brauchen. Dafür kriegen wir die Krankheit serviert. Es kommt also auch darauf an, dass unser seelischer Stuhlgang in Ordnung kommt. Und am besten lässt sich das deutlich machen anhand eines Beispiels. Und da habe ich vor vielen Jahren, das ist schon 40 Jahre her, eine kleine Geschichte bekommen. Und die heißt, reagieren Sie nur oder handeln Sie selbst. Gestern Abend ging ich mit meinem Freund zum Zeitungsstand. Er kauft eine Zeitung
und dankte dem Verkäufer höflich. Der Mann nahm nicht einmal Notiz davon. Mürrischer Geselle, was? Bemerkte ich. Es ist jeden Abend das Gleiche, meinte mein Freund achselzuckend. Ja, aber warum bleibst du denn immer höflich? Ihm gegenüber wollte ich da wissen. Warum nicht? Fragte mein Freund zurück. Warum sollte ich ihn darüber entscheiden lassen, wie ich handle? Als ich spät über diesen Vorfall nachdachte, ging mir auf, dass es dabei auf das Wörtchen Handeln ankam. Mein Freund handelt frei anderen Menschen gegenüber. Die meisten reagieren nur. Er hat einen feinen Sinn für innere Ausgewogenheit, der vielen von uns fehlt. Er kennt sich selbst, kennt seine Überzeugung und weiß, wie er sich zu verhalten hat. Er lehnt es ab, Unhöflichkeit mit gleicher Münze heimzuzahlen, weil er damit die Herrschaft über seine Handlungsweise, über sich selbst aufgäbe. Wenn die Bibel uns auferlegt, Böses mit Gutem zu vergelten, so betrachten wir das als ein sittliches Gebot, was es zweifellos auch ist. Darüber hinaus aber ist es ein psychologisches Rezept, das richtig angewendet zu einem gesunden Gefühlsleben beitragen kann. Es gibt keinen unglücklicheren Menschen als den, der immer nur reagiert. Sein seelischer Schwerpunkt liegt nicht in ihm selbst, wo er hingehört, sondern in der Umwelt außerhalb seiner selbst. Seine geistige Temperatur steigt und fällt sozusagen unter dem Einfluss der menschlichen Atmosphäre um ihn und er ist diesen Faktoren auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Lob erzeugt in ihm eine euphorische Stimmung, die trügerisch ist, weil sie nicht andauern kann und nicht aus einem starken Selbstbewusstsein kommt. Kritik betrügt ihn über Gebühr, denn sie bestätigt ihm die Zweifel, die er insgeheim an sich selbst hegt. Abweisendes Verhalten verletzt ihn und der leiseste Argwohn, er könne unbeliebt sein, erfüllt ihn mit Bitterkeit. Innere Gelassenheit kann nur erlangen, wer Herr seiner eigenen Handlungen, seines eigenen Verhaltens ist. Wer dagegen einem anderen die Entscheidung überlässt, ob er sich grob oder liebenswürdig zeigen, hochgestimmt oder niedergedrückt sein soll, der gibt die Herrschaft über die eigene Person aus der Hand, die im Grunde das Einzige ist, worüber wir Macht haben. Denn unsere einzig wirkliche Macht ist die Macht über uns selbst. Und da füge ich immer hinzu, diese Macht über uns selbst, diese ist auch eine Fähigkeit. Und diese Fähigkeit müssen wir auch üben. Und das ist auch die Voraussetzung, um sich beherrschen zu können. Und in unserer heutigen Zeit, wo wir von allen Ecken und Enden über die Werbung ständig beeinflusst werden, um irgendetwas zu tun. In dieser Zeit ist es natürlich wichtig, diese Fähigkeiten wieder in Gang zu setzen. Und das wussten auch die Alten und die hatten auch eine Übung. Und das kam von den großen Religionen und da hat man von der Fastenübung gesprochen. Denn man muss sich natürlich, auch wenn es nur ein Fastentag ist, ein bisschen beherrschen und diese Fähigkeiten wieder aufzufrischen. Maß halten zu können, ist mit unsere wichtigste Fähigkeit, die wir in der heutigen Zeit brauchen, damit wir nicht irgendwie untergehen. Und wenn Sie von der Seite das Fasten betrachten, dann werden Sie erkennen, dass es das wirksamste Universalheilmittel ist, das wir überhaupt haben. Und das bei praktisch allen Krankheiten einzusetzen und mit bestem Erfolg durchzuführen ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen dann wieder einen Schritt weiter zur Gesundheit. Aber denken Sie daran, ohne Fleiß kein Preis.